Zu den Talenten hin würde ich heute sagen, bereitet ihnen Schwierigkeiten, würde ich jedem Jugendtrainer sagen. Was soll ich machen? Bereitet ihnen Schwierigkeiten. Das Talentkriterium, Schwierigkeiten zu überwinden, ist für mich mittlerweile das alles Entscheidende. Ich war Jugendtrainer für 10 Jahre, glaube ich, in Stuttgart, in Augsburg und auch auf so unterschiedlichen Ebenen. Und ich habe immer dafür plädiert, wir brauchen noch bessere Rasenplätze, wir brauchen eine eigene Kabine, wir brauchen alle Möglichkeiten zur Analyse, wir brauchen noch ein Laktattest, wir brauchen noch eine Spiro, wir brauchen noch eine Rasenheizung und es muss alles perfekt sein. Heute auf der anderen Seite als Profitrainer, also auf der anderen Seite gegenüber, würde ich sagen, wenn ich jetzt nochmal in eine A-Jugend gehen würde und trainieren würde, dann würde ich sagen, ein halber Platz, ein Fernseher, ein Videorekorder, das ist genug. Und der Platz muss nicht immer gemäht sein und der Platz muss nicht immer in Top-Bedingungen sein. So Schwierigkeiten zu überwinden, da drüber zu gehen, sich frei zu machen von diesen Rahmenbedingungen, das ist es, was ich heute sagen würde. So, es ist wahnsinnig schön, dass wir so viel investieren. Es ist der Erfolg der Nationalmannschaft basiert auf der Einführung der Leistungszentren. Es ist großartig, dass es diese Idee gibt und trotzdem beinhaltet diese ganze Komfortzone, dieses ganze Equipment, diese ganze Ausstattung, die wir diesen Spielern zugutekommen lassen, kann am Ende dazu führen, dass da etwas fehlt, ja, was ich beschreiben würde mit to overcome obstacles. Also, wer geht jetzt drüber über die Widerstände? Wer kann jetzt noch Leistung bringen, obwohl die Kabine nicht klimatisiert ist? Wer kann noch Leistung bringen, obwohl die Wäsche nicht gewaschen wird? Wer kann noch Leistung bringen, obwohl es keinen Fahrservice gibt, obwohl er sich selber organisieren muss? So, wo stecken da auch Talente in den Spielern, neben ihren offensichtlichen Talenten? Und einen letzten Satz möchte ich sagen, den ich nie vergessen werde. Das hat ein Verantwortlicher von Barcelona aus dem Nachwuchs gesagt. Das habe ich vor 6 Jahren gehört, als Iniesta dort in die Akademie kam, hat er zu seinen Nachwuchstrainern gesagt, don't try to improve him, just take care of him. So. Deshalb, also ich hatte auch mal in der C-Jugend Semih Khedira und Andy Beck und Serdar Tasci, aber vielleicht hätten der auch der Stadtpfarrer trainieren können und die wären Profis geworden. Also wer will sagen, was mein Anteil daran war? So, deshalb, vielleicht steckt wirklich auch was drin, dass diejenigen, die nachher besonders werden, vielleicht auch das Besondere in sich haben und dass es eher darum geht, sie ständig abzuprüfen, sie nie in Ruhe zu lassen und sie dazu bringen, sich so ihren Weg frei zu räumen und den nicht von Haus aus frei zu räumen und nicht und ihnen dabei immer wieder Ratschläge zu geben und sie zu begleiten auf ihrem Weg. Aber das ist jetzt wieder dieses typische Thema, mentale Stärke. Und auf dem Platz Stärke beweisen, wenn man gewohnt ist, Widerstände wegzuräumen und sich nicht irritieren lässt durch Rückstände beispielsweise. Kommen wir mal wieder zurück über Stefan Effenberg, der genau so ein Typ war, den Kampf dann anzunehmen, der vielleicht am stärksten war dann, wenn der Widerstand am größten wurde. Und kommen wir zurück zum Spiel gestern. Ist das auch ein Unterschied gewesen, dass es in Ihrer Mannschaft möglicherweise zu wenig davon gibt? Ja, wir sind auf dem Weg, ja. Wir sind noch nicht am Ziel. So, es wäre auch interessant gewesen, wenn wir verdientermaßen vielleicht in Führung gegangen wären, wie weit die Bayern bereit gewesen wären, gegen unser dann wachsendes Vertrauen ihrerseits die Widerstände zu bekommen. So, ich glaube, es ist aktuell gegen Bayern nur möglich, wenn du selbst mit unserer Qualität die eine weitere Beflügelung, eine weitere Unterstützung durch Erfolgserlebnisse bekommst. So, sowas natürlich doppelt und dreifach schwer, weil auch die Bayern eine Schärfe ausgestrahlt haben in allen ihren Aktionen, die dann zu einer unglaublichen Dominanz wurden. Aber ja, natürlich erkennt man, wer sich auch bei 3-1 und 4-1, wer zieht jetzt den Plan durch, wer macht sich frei. Also das ist klar, war Stefan einer von denjenigen. Puscholl ist für mich das Beispiel schlechthin, der das verkörpert. Es ist egal, ob es die 89. Minute ist oder die 2. Minute. Es ist egal, ob es in Getafe ist oder da, wenn du, das ist die höchste Kunst,
für die Spieler zu erreichen. Und das strahlt der FC Bayern aus. Sie machen ihr Ding. Es ist am Ende egal, ob sie zu Hause gegen Darmstadt spielen oder ob sie zu Hause gegen Dortmund spielen. Das ist dann die wahre Stärke und daraus entsteht etwas was im Moment ja, kaum zu bezwingen ist. Und was sie, glaube ich, im Moment nochmal abhebt, ich finde, sie stehen sportlich auf einer Stufe mit Barcelona und Real Madrid. Ich finde, das ist im Moment die höchste Stufe und wahrscheinlich heben sie sich zum Stand jetzt gerade auch nochmal ein wenig davon ab. Und das, nennen wir es mal mentale Stärke oder mentale Stabilität, lässt sich das später noch trainieren? Also kann man das, können Sie das bei Ihrer Mannschaft steigern, dieses Potenzial? Oder ist das eigentlich etwas, was vom Talent her oder dann eben von der Jugend, von der Entwicklung her eben schon da sein muss? Ja, auf jeden Fall gibt es Typen dafür, die das in sich tragen, die sich leichter damit tun. Es gibt natürlich Charakteren, für die das schwerer fällt, die so etwas eher Vermeidungstypen, die so auch dann den Konflikt nicht so gerne haben, aber es ist auch gar nicht schlimm. So, die Mannschaft lebt auch davon, alles zu haben. Aber trotzdem geht es darum, am Inhalt zu bleiben und trotzdem geht es darum, das weiter einzufordern. Deshalb ist es, finde ich, ganz wichtig, so sich loszulösen vom Ergebnis oder auch von einer hohen Niederlage gegen einem knappen Sieg, sondern zu sagen, guck mal, ja, Pep hat gestern irgendwann gesagt, wir haben aufgehört, vorne Angriffspressing zu spielen, weil wir 5-1 geführt haben. Und ich glaube ihm, dass er ist dann nicht zufrieden. Wieso aufhören? Wieso hören wir auf, wenn es 5-1 steht? So die Spieler da reinzubringen, das zu machen, völlig losgelöst von dem, wo sie sind. Und auch wir müssen uns neu wieder das Vertrauen erarbeiten, dass das der Weg ist, der uns stark gemacht hat. Gestern wurden wir vor Aufgaben gestellt, die wir definitiv nicht lösen konnten und nicht so lösen konnten, wie wir wollten. Und ja.